Liebe Gäste, verehrte Damen und Herren von der Handwerkskammer Reutlingen, liebe Jungmeisterkolleginnen und Kollegen. Von Erich Kästner stammt der Satz: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir sind Meister, wir haben es getan. Und das ist gut und wir können stolz sein. Als Jungmeisterin im Damen- und Herrenschneiderhandwerk möchte ich heute Abend im Namen aller anwesenden Absolventen dieses Prüfungsjahres einige Worte an Sie richten. Meister, für uns ist nach einer langen Zeit ein Traum in Erfüllung gegangen. Hinter uns liegt eine anstrengende, ja auch manchmal nervenaufreibende Zeit voller Aktivitäten, Wissensaufnahme, Stress und auch Ängsten. Heiterkeit und manchmal sogar Ausgelassenheit wurden abgelöst von Stunden der Betriebsamkeit, des Lernens, der Kraftlosigkeit und gar von schlaflosen Nächten. Freizeit wurde zum Fremdwort. Und sicher musste bei vielen die Familie den enormen Aufwand mittragen und manchmal auch mitertragen. Das geht dann an die Grenze der Belastbarkeit und manchmal ein Stück darüber hinaus. Heute dürfen wir alle miteinander aufatmen und uns freuen, dass die Hürde genommen ist. Ich wünsche, dass wir den Mut aufbringen, das, was wir gelernt haben, nun umzusetzen und einzubringen. Jetzt ist es geschafft. Mit dem klaren Ziel vor Augen haben wir die Stufe der Meisterprüfung erklommen. Meister, was bedeutet das überhaupt? Welche Anforderungen und welche Herausforderungen kommen auf uns zu? In vergangenen Zeiten war die Welt noch übersichtlich. Arbeiten bedeutete, mit den Händen etwas zu tun, etwas zu erschaffen. In dieser Ordnung hatte der Handwerksmeister seinen festen Platz und seine klar definierte Aufgabe. Jeder Meister führte sein Handwerk an und war ein notwendiges und hochgeehrtes Mitglied im Stand der Gesellschaft. Es galt als selbstverständlich, den Kunden zum Kollegen zu schicken, wenn man selber gerade genug für den Tag zu tun hatte. Die Grenzen waren eng gesteckt, aber wer darin war, konnte leben. Alles hatte seinen festen Stand. Veränderung fand nicht statt. Heutzutage stehen die Grenzen weit offen. Vieles ist unübersichtlich geworden. Was früher galt, gilt heute nicht mehr. Wir leben in einer sogenannten Dienstleistungsgesellschaft. Mancher verdient in einer Stunde an seinem Computer mehr Geld, als ein anderer strebsam arbeitender Mensch in seinem ganzen Leben mit seinen Händen erwirtschaften kann. Wer heutzutage in sein will, spekuliert mit Aktien und Wertpapieren. Was zählt da überhaupt noch die handwerkliche Arbeit? Wenn ich als Schneiderin 10 Stunden an einer Jacke nähe, ist kaum jemand bereit, dafür einen angemessenen Lohn zu bezahlen. Das, was früher hier hergestellt wurde, wird heute von Billigimporten aus Fernost abgedeckt, zu Stundensätzen, die ich hier lieber nicht nennen möchte. Wer ist überhaupt noch bereit, für handwerkliche Arbeit einen angemessenen Lohn zu bezahlen? Warum soll hier denn überhaupt noch jemand die Kraft für so eine mühsam zu erlangende Qualifizierung wie den Meistertitel aufbringen, viel Zeit und Geld investieren und auf den Urlaub verzichten? In vielen Handwerksberufen wird der Meisterbrief zur selbstständigen Ausübung des Berufs nicht mehr gebraucht. Wozu dann dieser Aufwand? Das mag sich mancher von uns im vergangenen Jahr gefragt haben. Ich muss gestehen, auch ich habe keine einfache Antwort auf diese Fragen. Ich sehe nur eine Möglichkeit und eine Chance. Wir leben in einer offenen Welt, der wir uns stellen müssen. Es gelten die Gesetze des globalen Marktes. Es hat keinen Sinn, dieselbe Arbeit wie aus einem Billiglohnland hier bei uns zum 10-fachen Preis anzubieten. Aber sicherlich werden wir Erfolg haben, wenn wir anders sind.
Wir werden Erfolg haben, wenn wir Ideen haben, professionell arbeiten und kreative, intelligente und flexible Lösungen bieten. Der Weg dahin führt über das Wissen und die professionelle Arbeitsweise. Dies ist unser Vorteil und unsere Stärke, die wir mit dem Meistertitel erworben haben. Im Handwerk arbeiten wir mit Menschen zusammen. Wir haben direkten Kontakt mit den Kunden und erweisen ihnen unsere Wertschätzung und erfüllen ihre persönlichen Wünsche. Letztendlich ist die Gesellschaft auf unser Wissen und unsere Schaffenskraft angewiesen. Denn niemals wird per Aktientransfer ein schönes Kleid entstehen oder ein Auto repariert werden. Wir werden gebraucht, weil die Dienstleistung und der Handel nur der Überbau sind. Die eigentliche, rechtschaffene handwerkliche Arbeit muss getan werden. Der Meister im Handwerk schaut nicht nur zu, er redet nicht nur, so wie ich jetzt gerade. Der Meister schafft. Er schafft mit den Händen. Er schafft mit anderen Menschen. Wir schaffen reale Werte. Wir bauen Häuser und machen das tägliche Brot. Alles Dinge, die in unserem Gesellschaftssystem genauso vonnöten sind wie vor langer Zeit. Der Aktienmarkt ist anonym. Aktienpakete werden hin und her geschoben. Manchmal steigt ihr Wert innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches oder auch umgekehrt. Geht uns dabei nicht die Vorstellung vom Wert verloren? Wissen wir dann überhaupt wirklich noch, was Wertschätzung ist? Der Preis, den ich bezahle, ist auch immer die Wertschätzung, die ich einem anderen Menschen damit zeige. Die Achtung aber, die wir für uns selber erfahren möchten, hat ihren Anfang dort, wo wir anderen die Achtung geben. Das Handwerk lebt davon, dass sich Handwerker und Kunde persönlich begegnen. Der Kunde erhält eine Leistung, die er schätzt und angemessen bezahlt. Eine Gesellschaft ohne Handwerk würde letztlich die Vorstellung vom Wert der Arbeit verlieren. Aus diesem Grund ist es immer noch so, unsere komplizierte Gesellschaft ist auf Meisterschaft angewiesen. Liebe frischgebackenen Meisterkolleginnen und Kollegen, so verschieden unsere beruflichen Anforderungen und Hintergründe sind, so unterschiedlich die Ziele aussehen, die sich jeder von uns mit dem Ablegen der Prüfung gesetzt hat, so vielfältig werden die Wege sein, die wir alle gehen. So wünsche ich uns allen für die Zukunft, dass wir uns die folgenden Eigenschaften bewahren können. Die Freude an unserem Handwerk, den Sinn für Qualität und Ausführung, den direkten Kontakt zu unseren Kunden, den Mut aufzubrechen und Neues zu suchen, um neue Wege zu gehen. So wird sich der Erfolg einstellen, und wir werden als notwendiger und treibender Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.